Deine Zukunft in meinen Händen. Eine German Let's Daro Fanfiction von Farrah Ortix. Kapitel 35. Ich spürte, wie gebrochen Manu nach diesem Gespräch zwischen uns beiden war, obwohl er versuchte, die Fassung zu bewahren. Ehrlich gesagt wollte ich ihn so nicht unbedingt alleine nach Hause gehen lassen. Falls seine Eltern lange arbeiten und erst am Abend zurückkommen sollten, hatte er bis dahin niemanden, bei dem er weiter Trost und Rat suchen konnte. Und der Gedanke störte mich. Also fragte ich ihn, Manu, macht es dir etwas aus, wenn ich noch ein wenig mit zu dir komme? Du hast mir noch nie gezeigt, wo du wohnst und ich würde gerne mal deine Familie kennenlernen. Manu zögerte aber. Ein anderes Mal vielleicht. Jetzt ist meine Ma sowieso nicht zu Hause und ich habe nicht aufgeräumt. Das macht mir nichts. Ich bin ein wenig Chaos gewöhnt. Und ich wette, es ist nichts gegen Michas Zimmer. Das sieht immer aus wie vielleicht morgen. Ja? Wie wär's denn, wenn wir zu dir gehen? Deine Familie kenne ich auch noch nicht. Manus Wangen glühten mittlerweile wieder aufgeregt und ich erklärte mich für einverstanden. Hauptsache, er musste wirklich nicht alleine sein. Manu lächelte leicht, als er unser Haus sah. Es war nur recht klein und schon ewig in Familienbesitz gewesen, aber wir hatten es vor einigen Jahren mit einem Balkon aufgehübscht und die Fassade komplett erneuert. Zu schämen brauchte ich mich dafür also bei niemandem. Hoffentlich sah mein Zimmer auch halbwegs in Ordnung aus. Meine Mom war bereits von der Arbeit zurück und begrüßte uns beide herzlich. »Ein Kumpel von dir, Maurice? Ist das der Neue aus eurer Klasse?« »Ja«, murmelte ich, etwas beschämt darüber, dass ich meinen Eltern tatsächlich nie viel über Manu erzählt hatte. Aber er schien deswegen keineswegs gekränkt. »Hallo, Frau Dormer, ich heiße Manuel. Wenn ich euch etwas zu trinken machen soll, dann sagt Bescheid. Wir haben Fruchtsaft da, Kakao, Kaffee, wenn ihr mögt, und natürlich auch Süßes und Mom!« unterbrach ich sie mit heißem Gesicht. »Wir holen uns schon selbst etwas.« Manu meldete sich kurz schüchtern, ließ seinen Finger aber schnell wieder sinken, als erinnerte er sich daran, dass wir nicht mehr in der Schule waren. »Ein Kakao wäre nett«, murmelte er dann leise und knetete seine Finger hinter seinem Rücken. Meine Mutter strahlte. »Ein Kakao, komm sofort! Möchtest du dann auch was, Maurice?« »Gerade nicht«, antwortete ich ihm mit roten Ohren und zog Manu da mitten mir in mein kleines Reich, gerade mal zwei Türen entfernt vom Esszimmer. Mein Kumpel kicherte. »Deine Mom ist echt nett, aber manchmal auch sehr peinlich«, nuschelte ich und begann dann notdürftig ein wenig aufzuräumen. Wie befürchtet sah es aus wie Kraut und Rüben, und hastig machte ich nach meinem Bett, warf die getragenen Klamotten auf einen Stapel in der Ecke und hoffte, dass Manu sich nicht ekelte oder schlecht von mir dachte. Ich hatte nur die letzten Tage keine Zeit gehabt, um wenigstens grob sauber zu machen. Aber er sagte nichts zu der Unordnung und ging stattdessen eine kleine Runde, um sich alles anzuschauen. Mein Blick flog zum Schreibtisch und ich erschrak. Da lag die Briefesammlung, geöffnet und für jeden lesbar. Und das Foto aus der Zukunft war auch gut zu sehen. Hastig sprintete ich hinüber, schnappte mir das Bild, warf es zwischen die Seiten, schlug den Heft dazu und versteckte ihn vorerst hinter meinem Rücken. Mein ertappter Blick traf den von Manu, der den Heft da wohl erst kurz aus dem Augenwinkel erspäht hatte. »Zum Glück«, er schaute leicht irritiert. »Was ist das?« »Nicht weiter wichtig.« »Ist es privat?« »Ja, also ich schreibe ab und zu, aber das soll noch niemand sehen und ich bin auch nicht besonders gut darin.« Der Junge nickte verstehend, danach ließ er von dem Thema ab und erleichtert aufatmend schob ich die Blättersammlung in eine meiner Schubladen. Dort sollte sie erstmal sicher sein. »Hast du eigentlich Geschwister?«, fragte Manu kurz darauf und zeigte auf das einzige andere Foto in meinem Zimmer, das neben meinem Bett. Das war vor etwa einem Jahr entstanden und zeigte mich mit einem kleinen, blonden und noch recht speckigen Baby, das sich glücklich in den Armen hielt. Ich schmunzelte. »Leider nein. Aber das da ist mein Cousin Markus. Aber ich hätte nie etwas gegen einen kleinen Bruder gehabt. Würde seine Familie näher bei uns wohnen, hätte ich bestimmt auch öfter den Babysitter für ihn gespielt. Er ist echt niedlich. Weißt du, was sein erstes Wort war?« Manu schüttelte den Kopf. »Stegi, weil er ein Stegosaurus Plüschtier von mir geschenkt bekommen hat. Nicht Mama oder Papa. Stegi, so ein kompliziertes Wort.«
Ich lachte kurz auf und schaffte es, auch auf das Gesicht meines Kumpels ein Lächeln zu zaubern. Wieder schaute er zurück auf das Bild. Du wärst bestimmt ein guter großer Bruder. Und du? Ich meine, also hast du Geschwister? Hakte ich jetzt interessiert nach. Er nickte. Oh ja, 4 Stück sogar. Aber sie sind alle älter als ich und schon von zu Hause ausgezogen. Also bis auf die Familienfeiern ist es so ähnlich wie bei dir. Er nieste plötzlich und besorgt bot ich ihm ein Taschentuch an. Während er sich noch die Nase putzte, entdeckte ich einen Schatten an meinem angekippten Fenster und begeistert sprang ich auf. Guck mal, Manu, da ist Shadow. Der kleine schwarz-weiß gefleckte Kater gehörte eigentlich unseren Nachbarn, aber er stromerte so viel auf unserem Grundstück herum, dass ich ihn manchmal aus Spaß als meine eigene Katze ausgab. Und er war völlig zahm. So zahm sogar, dass ich das Fenster ganz öffnen und ihn zu mir ins Zimmer heben konnte, ohne seine Krallen oder Zähne fürchten zu müssen. Manu hinter mir nieste gleich nochmal. Oh, hey Shadow. Darf eure Katze eigentlich auch frei rumlaufen? Ich wette, die beiden würden beste Freunde werden. Willst du sie mal streicheln? Sie hat ganz weiches Fell, bot ich Manu an und er nickte schließlich schwach lächelnd. Aber irgendwie sah er seltsam aus und ich beobachtete ihn etwas kritisch, als er Shadow entgegennahm und ihm das Kinn kraulte. Seine Nase war ganz rot und er schniefte plötzlich andauernd. Moment mal. Das kannte ich. Von meinem Onkel. Er war eigentlich ein totaler Tierfreund, aber sobald er eine Katze sah, fing er immer an zu niesen und dann zu fluchen, dass wir ihm das doofe Fellknäuel vom Hals schaffen sollten. Als ich mal mit 5 eine Katze von draußen in die Wohnung gebracht hatte, war ich von ihm ausgeschimpft worden. Und meine Mutter hatte mir auf der Rückfahrt erklärt, dass ihr Bruder eine Katzenhaarallergie hatte. Zuerst niest er nur, aber es kann sogar so weit gehen, dass er kaum noch Luft bekommt und zum Arzt muss. Sei ihm nicht böse, Maurice. Er hat nur Angst davor, weil er als Kind deswegen oft schlimm krank war. Niesen, laufende Nase, Atemnot. Beinahe ruppig entriss ich Manu das Tier wieder und schaute ihm näher an. In meiner Schockphase hatte er noch ein weiteres Taschentuch benutzt, aber seine Nase wollte und wollte nicht mehr aufhören zu laufen. Als Shadow von seinem Schoß verschwunden war, sah ich sogar Erleichterung in seinen leicht geröteten Augen, die er aber trotzdem zu verstecken versuchte. Augenblicklich nahm ich ein paar Schritte Abstand und scheuchte den Kater wieder nach draußen. »Warum hast du nicht sofort etwas gesagt?« rief ich dann mit einem Anflug von Zorn. Mein Kumpel stellte sich dumm. »Was gesagt?« fragte er nach, nur um gleich noch einmal in einen Niesanfall auszubrechen. »War es bereits zu spät?« Hektisch kniete ich mich vor ihn. »Hey, kannst du noch normal atmen? Fühlt sich dein Hals dick an? Hast du Tabletten oder ein Mittel dabei, dass du dagegen leben kannst?« Manu hielt inne mit einem Blick, als hätte man ihn bei etwas Verbotenem erwischt. Dann nickte er zaghaft. In meinem Ranzen. Ich wurde schnell. Besorgt schaute ich ihm beim Suchen zu. Er hatte eine kleine Tasche gezückt und wühlte unruhig darin herum. Dabei klapperte und raschelte es. Wahrscheinlich bekam er das öfter mal, wenn er schon allein für die Schule so gut ausgerüstet war. Armer Kerl. Schließlich klackte er eine Tablette aus den vielen gleich aussehenden Aluminiumverpackungen heraus und spülte sie mit einem Schluck Wasser herunter und man sah ihm an, dass er sich sofort besser fühlte. Er schniefte nicht mehr ununterbrochen und die Rötung auf seinem Gesicht ging auch zurück. Gott sei Dank. Warum hast du nicht gleich gesagt, dass du eine Katzenhaarallergie hast? Kapitel 36. Manu wollte mir gerade zögerlich antworten, als meine Zimmertür aufging und meine Mama mit Keksen und dem bestellten Kakao unangekündigt hereinplatzte. »Ich habe euch jetzt doch einfach noch einen Teller mit Süßem fertig gemacht. Wenn ihr noch Obst ver...« Mir fiel auf, in welcher Situation wir uns eben befanden. Manu mit noch immer leicht geröteten Wangen, umringt von Taschentüchern auf meinem Bett und die Tablettentasche an sich geklammert. Ich kniete vor ihm und starrte meine Mama vor Schreck so überrascht, als hätte ich etwas vor ihr zu verbergen, wobei sie uns beinahe erwischt hätte. Sicherlich nicht der beste Moment, um sich einen Eindruck von unserer Freundschaft zu machen. »Mom, wir brauchen nichts«, jammerte ich beinahe, als ich ihr Teller und Tasse entriss und sie wieder zurück in den Flur drängte. »Wenigstens mal klopfen oder rufen, bevor sie hereinkam, konnte doch nicht zu viel verlangt sein.« Manu schien die Situation aber nicht halb so viel zu stören wie mich. Er sah noch immer unsicher darüber aus, wie er sich aus der Sackgasse retten sollte, in die er sich eben gebracht hatte. Warum hatte er unbedingt die Katze streicheln wollen, obwohl er von seiner Allergie wusste?
Weißt du, Dado, es fällt mir schwer, darüber zu reden, so wie es mir auch bei meinem Asthma schwerfällt. Es sind einfach Dinge, die einen angreifbar machen, wenn die falschen Personen davon erfahren. Ich hasse es, so eingeschränkt leben zu müssen und dann noch Spott von anderen einzustecken. Also versuche ich so zu tun, als wäre alles ganz normal, selbst wenn ich dadurch Schaden nehme. Die meisten bemerken es ja nicht einmal. Und naja, die Tabletten helfen wirklich gut, also ist es nicht einmal so schlimm, wenn ich mal eine Minute. Ich unterbrach ihn. Es ist wohl schlimm. Wie kannst du denn so leben? Ich bohre mir doch auch nicht zum Spaß wie die anderen Löcher in meiner Haut und sage, dass es bald schon wieder zuwächst und verheilt. Wenn du etwas nicht machen möchtest, dann musst du das sagen. Zumindest mir. Ich verstehe das. Ich will dir helfen, Manu. Ja? Er schwieg bedrückt, also nahm ich vorsichtig seine Hand und drückte sie sanft. So lange, bis mir noch etwas wieder einfiel. Löcher in der Haut. Manus Kratzer. Er hatte gesagt, seine Katze wäre daran schuld gewesen. Aber mit einer Allergie hielt man sich doch nicht ausgerechnet dieses Haustier. Was war denn dafür verantwortlich dann gewesen? Als Manu bemerkte, dass ich seinen Ärmel hochkrempelte, entriss er ihn mal hastig und bedeckte seine entblößte Haut notdürftig. Aber ich hatte bereits gesehen, was ich sehen musste. Noch mehr solcher Kratzer? Fragte ich ihn skeptisch. Die, die ich versorgt hatte, waren offenbar schon verheilt, aber daneben und darunter hatte ich neue durchschimmern sehen. Nicht gerade unauffällig auf dem beinahe weißen Untergrund, außer man zog lange Klamotten drüber. Ich bin halt schusselig. Und unser Hund ist sehr stürmisch beim Spielen, verteidigte Manu sich heftig. Hund? Fragte ich nach. Letztes Mal war es noch eure Katze. Nein, wir können noch gar keine Katze halten, insistierte er weiter, sodass ich sogar daran zu zweifeln begann, ob ich mich nicht doch verhört hatte. Aber egal ob Hund oder Katze, die Kratzer sahen tief und böse aus, und Manu wollte ganz sicher nicht, dass sie sich noch entzündeten. Dieses Mal stimmte der Junge aber nur widerwillig zu, als ich ihm anbot, mich darum zu kümmern. Und ich begriff auf bald, wieso. Je weiter ich das Oberteil zurückrollte, desto mehr Verletzungen ähnlicher Art tauchten auf. Einige älter, andere noch relativ frisch. Ein paar waren sogar schon so lange unbehandelt geblieben, dass sie zu unschönen Narben geworden waren. Mit jedem kleinen Schandflecken, den ich fand und nach einem leisen Seufzer verbannt wurde, er zappeliger und nervöser. So, ich bin fertig, erklärte ich ihm etwa 5 Minuten später. Ich hatte aufgegeben, auf jeden einzelnen Schnitt etwas draufzukleben, da sein Arm sonst sicherlich einem seltsamen Flickenteppich geähnelt hätte und so viele Pflaster auch beim Duschen furchtbar unpraktisch waren. Aber wenigstens waren sie alle jetzt hundertprozentig sauber und mit Salbe eingeschmiert. Manu lächelte kurz dankbar. Sieht dein anderer Arm genauso schlimm aus? Fragte ich noch, als er bereits ein Stück zurückkriechen wollte, und er nickte schuldbewusst. Also würde ich auch noch diese Seite verarzten. Mit jedem Klecks der Creme, die ich auf seiner Haut verteilte, wurde mein Herz schwerer und schwerer, ohne dass ich mir selbst erklären konnte, wieso. Haustiere waren nun mal Haustiere, und solange der Hund von Manu ihm nicht eines Tages einen Finger abbiss, würden sie sich wohl weiterhin genauso liebevoll um das schlecht erzogene Ding kümmern. Passt du in Zukunft bitte trotzdem besser auf. Ich gebe dir auch die Heilsalbe mit, die ist richtig gut für sowas. Nur die ganzen Namen sehen halt echt komisch aus, und du wirst ganz sicher ohne sie noch hübscher. Das hatte ich gerade nicht wirklich zu ihm gesagt. Beschämt presste ich mir meine Hand vor den Mund und machte dann stur weiter. Auch Manu zuckte bei meinen Worten zusammen und fing an, leicht zu zittern, aber das hatte sich so schnell wieder gelegt, dass ich nicht weiter darüber nachdachte, was es zu bedeuten hatte. Hoffentlich wertete er das Gesagte jetzt nicht über. Wie versprochen, schenkte ich ihm zum Schluss noch die kleine halbleere Tube. Dann saßen wir wieder stumm nebeneinander. Manu schnappte sich seine mittlerweile lauwarme Tasse. Ich griff nach einem der Kekse, um wenigstens irgendetwas zu tun zu haben. Aber ein erneutes Gespräch kam nur zögerlich zustande. Wann kommt eigentlich dein Vater nach Hause? Ist er. Ich meine, hat er einen anstrengenden Job? Erkundigte sich Manu irgendwann vorsichtig. Ja, er macht Schichtarbeit. Manchmal ist er um diese Zeit hier und schläft, manchmal fährt er jetzt gerade los.
Heute hat er, glaube ich, noch 2 Stunden zu tun, aber er versucht das am Wochenende immer irgendwie auszugleichen und viel mit uns zu unternehmen. Ging ich dankbar auf sein Angebot ein. Und deine Eltern? Meine Mom hat einen Bürojob und ist gewöhnlich von früh bis abends weg und von meinem Vater weiß ich es nicht. Ich habe ihn nie wirklich kennengelernt. Manu vergrub seine Hände in seinem Schoß und schaute auf seine baumelnden Füße hinunter. Wieso denn? Fragte ich und rechnete mit dem Schlimmsten. Aber mein Kumpel konnte mich beruhigen. Ach, es hat zwischen ihm und meiner Mutter angeblich nie wirklich gestimmt. Peter sagt, sie haben sich andauernd gestritten und als ich 1 Jahr alt war, ist er dann abgehauen. Peter, ist das einer deiner Brüder? Halbbrüder, ja. Wir sind alle mehr oder weniger Halbgeschwister. Aber sie haben ihre Väter wenigstens noch alle kennengelernt, bevor sie auch verschwunden sind. Ab und zu besuchen sie auch noch und sie verstehen sich richtig gut miteinander. Da fühlt man sich halt manchmal wie das schwarze Schaf der Familie. Bevor Manu noch trauriger werden konnte, rutschte ich nahe zu ihm, damit ich mich an ihn lehnen und ihm meinen Arm um die Hüfte legen konnte. Brauchst du aber nicht, versuchte ich ihn zu trösten. Es gibt viele, die in solchen Patchwork-Familien aufwachsen. Es ist nicht schön, aber man kann es später als Erwachsener ja besser machen. Und vor allem dafür sorgen, dass die Kinder da nicht darunter leiden müssen. Er nickte, bevor er seinen Kopf halb auf meinen legte und die Umarmung erwiderte. Jetzt würde hoffentlich alles gut werden. Und selbst wenn noch etwas schief ging, würde Manu jetzt hoffentlich wissen, dass er mir alles anvertrauen konnte, was ihm auf den Herzen lag. So wie heute. Kapitel 37. Manu war noch bis zum Abend bei mir geblieben und ich hatte das Abendessen für ihn und meine Familie gekocht. Um auch nichts falsch zu machen, hatte ich mich davor bei ihm erkundigt, was er mochte und was nicht, und mir gedanklich eine Liste angefertigt, die ich nach seinem Besuch sicherheitshalber nochmal schriftlich festhielt. Nichts wäre mir peinlicher, als beim nächsten Mal etwas zuzubereiten, was ihm nicht schmeckte oder wogegen er ebenfalls allergisch war. Leider beinhaltete das auch meinen Auberginen-Kartoffelauflauf, den ich als Spezialität von mir zählte. Aber das war okay. Er war zum Glück nur halb so mäkelig wie zum Beispiel Micha, der am liebsten Tiefkühlpizza aß und jegliches gekochte Gemüse verabscheute. Jetzt freute ich mich aber schon wahnsinnig darauf, ihn besuchen zu kommen und wachte deshalb am Samstag schon um 7 Uhr morgens auf. Um diese Zeit schlief Manu sicher noch und ich wollte ihn nicht stören. Immerhin hatte er gestern noch per Telefon die Trennung hinter sich gebracht und brauchte bestimmt etwas Zeit, um das alles zu verkraften. Franziska musste ziemlich sauer auf ihn sein. Um 11 Uhr entschloss ich mich dann aber doch bei ihm anzurufen und zu fragen, wann ich vorbeikommen konnte. Nicht, dass er noch glaubte, ich hätte ihn vergessen. Aber da machte ich mir wahrscheinlich zu viele Gedanken, denn Manu hob erst nach dem 3. Freizeichen ab. Wie so häufig auch in der Schulzeit. Musste wohl wirklich ein Langschläfer sein, der Gute. Morgen, Dado. Was gibt's? Morgen, Manu. Wann kann ich denn heute zu dir kommen? Ich hörte es am anderen Ende der Leitung laut rumpeln und darauf einen unterdrückten Fluch. Unsicher wartete ich ab. Manu, alles gut? Das hattest du wirklich so verstanden? Du willst heute vorbeikommen? Verdammt, ich hab noch gar nichts gemacht. Okay, Moment. Er zögerte kurz und es rauschte ein bisschen. Ist in 2 Stunden okay? Ich brauche die Zeit wirklich zum Aufräumen und meine Mom weiß auch noch nichts davon. Ich lachte auf. Alles gut. Lass dir genügend Zeit. Ich kann auch erst in 3 Stunden losgehen, wenn du möchtest. Okay, ich freue mich schon. Dann legte er auf und machte sich an die Arbeit. Ich stellte ihn mit dabei vor und grinste vor mich hin. War er eben durch meinen Anruf halb aus dem Bett gefallen? Es hatte ganz so geklungen. Irgendwie niedlich, solange er sich dabei nicht verletzt hatte. Ich war auf jeden Fall schon extrem gespannt darauf, wie es bei ihm zu Hause aussah. 3 Stunden später kam dann das Okay von Manu und ich machte mich noch aufgeregter als zuvor auf den Weg. Ob sie ein großes Haus hatten, größer als unseres, und wie sein Zimmer aussah. Ich konnte es mir kaum vorstellen und hoffte so noch mehr über ihn herauszufinden. Und wie seine Mutter wohl drauf war. Vielleicht genauso überfürsorglich wie meine, damit ich mich nicht allzu sehr zu schämen brauchte. Egal, nicht zu viele Gedanken machen. Hauptsache, ich war nett und höflich und machte einen guten ersten Eindruck. Der Rest war zweitrangig und würde sich so ergeben. Manu lächelte, als ich bei ihm klingelte und hibbelig vor der Tür wartete, bis er mir öffnete. Ich hatte nicht allzu lange nach der Hausnummer suchen müssen, obwohl ich nur die vage Beschreibung von ihm bekommen hatte.
Von außen wirkte sein Zuhause nicht großartig besonders oder auffällig. Aber sie waren ja auch noch nicht so lange hier und hatten die Zeit bestimmt zum Umziehen und Einrichten gebraucht. Hi. Ich bin jetzt da, stotterte ich und kam mir dämlich vor, aber Manu zog mich nur in eine kurze, intensive Umarmung, ehe er mich hereinbat und mich durch den Flur führte. Ich hatte es mir irgendwie anders vorgestellt. Es wirkte zwar sehr gemütlich, aber auch dunkel. Alles war in Grau- und Brauntönen gehalten, vielleicht sogar dieses edle Mahagoniholz, aber ich konnte mir gut denken, dass dieser Grundton ohne Abwechslung dazwischen allmählich auf die Stimmung drückte. Das machte auch die Größe des Wohnbereiches nicht wieder wett, der offenbar zentral im Haus lag und Esszimmer mit Stube kombinierte. Hoffentlich war Manus Zimmer ein wenig farbenfroher. »Manuel, ist da dein Freund bei dir?« hörte ich plötzlich eine laute Stimme aus einem der angrenzenden Räume und wir beide erschreckten leicht. »Ja, er ist eben angekommen«, antwortete Manu mit erhöhter Stimme zurück und dann hörte ich, wie seine Mom sich uns näherte. Im ersten Moment dachte ich, ich hätte mich verguckt, als sie schließlich vor uns beiden stand. Sie sah komplett anders aus als Manu. Bis auf die Haarfarbe und ein paar wenige Merkmale in ihren Gesichtern waren sie verschieden wie Tag und Nacht. Während der Junge hager und schlaksig war, konnte man sie gerade so noch als mollig bezeichnen. Vielleicht wurde das aber auch von ihrer eher geringen Körpergröße verfälscht, die eher meiner glich. Ich wurde scharf gemustert und streckte eilig meine Hand aus. Maurice, nett, Sie kennenzulernen. Sie erwiderte meinen Gruß. Monika, schön, dass Manu und hier neue Freunde gefunden hat. Bleibst du zum Essen? Die Frage überraschte mich ein wenig und ich geriet ins Stottern. Ich weiß noch nicht. Ich habe auch meinen Eltern noch nicht Bescheid gesagt und ja oder nein. Die plötzliche Anspannung in ihrer zuvor zwar kräftigen, aber netten Stimme ließ mich zurückschrecken. Ja, stammelte ich nur noch und ließ mich dann von Manu mitziehen, der es jetzt noch eiliger als davor hatte, in seinen Raum zurückzukönnen. Was war das denn gerade gewesen? Entschuldigung, meine Ma ist etwas eigen. Sie vertraut immer weniger Menschen und hat am liebsten alles perfekt durchgeplant. Vielleicht wegen ihren vielen Partnern. Ach, das passt schon. Dafür kannst du ja nichts. Versuchte ich, ihn wieder aufzumuntern und diesen seltsamen Augenblick von eben zu verdrängen, bevor ich mich in Manus Zimmer umsah. Es war tatsächlich in anderen Farben als das restliche Haus gehalten. Aber etwas finster erschien es mir trotzdem. Die Wände waren mit einem schwarz-blauen Muster gestrichen, so ähnlich wie der Pulli, den er immer in der Schule trug und auf den er heute ausnahmsweise für ein enger anliegendes Langarm-T-Shirt verzichtet hatte. Auch die Möbel folgten dieser Farbkombination. Sein Bettzeug, sein Schreibtischstuhl, seine Regale. Nur auf den Abstellflächen entdeckte ich noch einige andere Gegenstände in Rot, die einen Kontrast zum Rest darstellten. Ich musste schmunzeln. Deine Lieblingsfarben, wie? Schwarz, Blau und Rot. Genau, ein wenig verräterisch, hä? Gab er nuschelnd zu, während er sich auf das echt bequem aussehende Bett setzte. Ich winkte ab. Du darfst ihm nicht sagen, dass du das von mir hast. Aber wusstest du, dass Michas Lieblingsfarbe lila ist? Da musst du dich echt nicht schämen. Manu lachte auf und wirkte gleich ein ganzes Stück glücklicher und befreiter. Und was ist deine Lieblingsfarbe? Ich hab nicht wirklich eine, überlegte ich. Mir gefallen viele Farben. Orange finde ich schön, aber auch blau und grün und gelb. Siehst du, ich kann mich gar nicht entscheiden. Kichernd setzte ich mich zu ihm und schaute aus dem Fenster über seinem Schreibtisch, durch das vermutlich den ganzen Tag Licht fiel und den ganzen Raum erhellte. Plötzlich war ich mir gar nicht mehr so sicher, ob sein Zimmer tatsächlich so finster wirkte, wie ich im ersten Moment angenommen hatte. Es sah auf jeden Fall gemütlich aus. Manu hatte es doch ganz schön hier. Kapitel 38. Etwas übermütig ließ ich mich nach ein paar Sekunden des Schweigens rücklings auf sein Bett fallen und lachte. Jetzt kann ich gut verstehen, wieso du manchmal verschläfst. Dein Bett ist einfach zu göttlich weich. Manu schnaubte leise nach einem kurzen Zögern, schüttelte etwas ungläubig den Kopf und sank dann neben mich. Zusammen schauten wir an die Zimmerdecke, an der anstatt einer Lampe ein schwarz angemaltes Holzstecksskelett von einem Drachen angebracht war, das langsam um die eigene Achse pendelte.
Dann ließ ich meinen Blick zu ihm hinübergleiten. Seit Montag hatte ich versucht, meine Gefühle erst einmal zu verdrängen und wegzuschließen. Sie waren nicht gut für den Plan gewesen und hatten mich jedes Mal verletzt, wenn ich meinen Kumpel auch nur angeschaut hatte. Gestern war ich sogar kurz von der Angst übermannt worden, dass ich vielleicht doch nichts mehr für ihn fühlte, aber jetzt... Jetzt kamen sie langsam wieder. Mein Herz begann schneller zu schlagen und mein Atem wurde automatisch und beinahe unhörbar tiefer. Was machte er mit mir? So hatte ich noch nie in meinem Leben für jemanden außer ihn gefühlt. Als hätte er meine Gedanken wahrgenommen, wandte er nun auch seinen Blick von der Raumdeko ab und wendete ihm mir zu. Zwei Paar grüne Augen prallten aufeinander. Moosig tiefgrüne mit stachelbeerfarbenen, leicht gräulichen, die ich immer gehassliebt hatte, weil andauernd jemand nachfragte, ob es auch wirklich meine richtige Augenfarbe war. Manu hatte das noch nicht getan, aber jetzt hatte er eine Gelegenheit, um das nachzuholen. Aber wieder enttäuschte er mich nicht damit, anders zu sein als die anderen. Wow, meinte er nur leise, studierte gefesselt die gelbe, beinahe sternförmige Note meiner Iris und schien sich nicht mehr davon abwenden zu können. Also erwiderte ich ihm den Gefallen, betrachtete ihn ohne das übliche Schamgefühl und strich versonnen eine störende Haarsträhne aus seiner Stirn, um ihn vollständig sehen zu können. Manus Augen weiteten sich ein winziges Stück, als ich ihn dabei versehentlich streifte, und ein kurzes Beben ging durch seinen Körper. So lagen wir da. Mein Puls war mittlerweile bis zum Bersten angespannt und ein Bedürfnis kämpfte sich seinen Weg in den Vordergrund meiner abschweifenden Gedanken. Küss ihn. Tu es jetzt, während dieser magische Moment noch anhält. Er wird dir nicht böse sein. Verwirrt vielleicht, aber böse? Nein. Nicht jetzt, nicht hier. Nutz die Chance, Maurice. Ich vertraute diesem Instinkt. Er fühlte sich so richtig an. So vorsichtig wie nur möglich hob ich also meinen Kopf von der Bettdecke an, ohne den Blickkontakt zu unterbrechen, um möglichst nahe an sein Gesicht zu kommen. Furcht flackerte kurz in seinen Augen auf, aber sie verschwand so schnell wieder, wie sie gekommen war, und dann hörte ich auch seinen Atem leicht anschwellen. Er war mindestens genauso nervös wie ich vor dem, was ich vorhatte, aber er wehrte sich nicht. Er wartete ab, was ich tun würde, und ließ es mit sich geschehen. Noch ein kleines Stück näher. Mittlerweile wurde es schwer, ihn weiter anzuschauen, ohne dass mein Blick dabei durch die geringe Entfernung zwischen uns unscharf wurde. Ich beugte mich erwartungsvoll vor und unsere Nasenspitzen berührten sich beinahe schon, als uns ein lautes Geräusch in seiner Zimmertür aufschrecken ließ. Es war ein unerwartetes Kratzen und dumpfes Pochen, von dem ich beinahe einen Herzinfarkt bekommen hätte, und Manu schnellte aus der liegenden Position hoch. »Luna«, rief er aus, seine Wangen so fleckig rot wie selten zuvor und seine Ohren heiß angelaufen, als würden sie gleich in Flammen stehen. Ohne einen weiteren Blick zu mir hechtete er sich zur Tür, drückte die Klinke herunter und bückte sich zu dem Störenfried, der munter hechelte und fiebte. Oh, Scheiß. Der Moment war vorbei, ich hatte ihn verstreichen lassen und gleichzeitig eine mehr als nur unangenehme Atmosphäre zwischen uns geschaffen, die uns so schnell nicht noch einmal einen unschuldigen Augenblick gewähren würde. Warum war ich nicht ein klein wenig schneller gewesen? Hey, gute Luna, guck mal, wer uns besucht. Das ist Daru. Mit dem kleinen schwanzwedelnden Hund auf seinem Arm richtete er sich wieder auf und trug ihn zu mir. Ich kannte mich gar nicht mit Hunden aus und war eher überfordert, als das Fellbündel auf mich zuschnellte, um mich abwechselnd und in Rekordgeschwindigkeit zu beschnuppern und abzuschlecken. Feuchte Hundeküsse. Lecker. Und über all dem lag noch immer die peinliche Stille. Hätte Manu das wirklich gewollt? Empfand er vielleicht wie ich und war zu schüchtern, um etwas zu sagen oder zu tun? Oder ganz im Gegenteil zu schüchtern oder ängstlich, um sich zu wehren und lieber wieder zu erdulden, anstatt mir die kalte Schulter zu zeigen? Es war alles so furchtbar kompliziert. Luna, nicht so stürmisch. Entschuldige bitte, Daru, ich hoffe, du hast nichts gegen Hunde.
murmelte er belegt und nahm seine Hündin wieder von meinem Schoß. Schon okay, meinte ich und wischte mir die nasse Salbe von meinen Wangen und der Nase. Na gut. Luna schien tatsächlich wildfang genug zu sein, dass sie Manu auch ab und zu beim Spielen verletzte. Ein Wunder, dass sie nicht schon längst etwas unternommen hatten. Die Krallen stutzten zum Beispiel. Wer weiß, was die Gründe sein mochten. Wir haben sie schon richtig lange, erklärte mir mein Kumpel, offenbar erleichtert über eine Ablenkung von anderen Themen. Ich glaube fast 13 Jahre schon. Jedenfalls war ich noch ziemlich klein, als wir sie vom Züchter geholt haben. Erst hatte ich Angst vor ihr, obwohl sie nur ein Chihuahua ist, aber mittlerweile habe ich sie richtig gerne. Luna bellte, dann stützte sie sich wieder auf mich. Oh Gott, sie musste wohl echt einen Narren in mich gefressen haben. Etwas hilflos begann ich sie zu streicheln und scheiterte beim Versuch, sie von weiteren Hundeküssen abzuhalten. Eine ganze Weile verbrachten wir noch in Manus Zimmer, redeten miteinander und beschäftigten das muntere Tier. Aber noch immer kamen wir beide uns nicht so nahe wie vorhin. Ehe ich mich versah, war es auch schon Abendessenzeit und wir kamen auf Monikas Ruf hin ins Esszimmer. Kapitel 39. Schon in der Tür erstarrte ich. Ich hatte etwas vergessen. Etwas Wichtiges. Und jetzt war es auch schon zu spät. Nur hatte ich gar nicht daran gedacht, weil es zu Hause überhaupt kein Thema mehr war und auch bei Micha zum Beispiel bereits der Selbstverständlichkeit grenzte. Ich war Vegetarier und hatte noch nie in meinem Leben irgendetwas aus Fleisch gegessen und auf dem Esstisch stand ein großer, tiefer Teller mit Schnitzeln drauf. Ich konnte es auch schon riechen. Dieser eher unvertraute Geruch, dem ich bisher noch nie erlegen war. So oft ich auch in der Schulspeisung schon die Gelegenheit dazu gehabt hatte. Manu drehte sich um und bemerkte meinen Gesichtsausdruck. Was ist, Dado? Ich esse eigentlich kein Fleisch, erklärte ich ihm leise, um nicht die Kochkünste zu seiner Mutter zu beleidigen. Manus Augen wurden groß. Wirklich nicht? Soll ich dir dann noch etwas anderes aus der Küche suchen? Wir haben bestimmt noch irgendwas da. Nein, schon okay, ich kann es ja mal probieren. Es sieht schon lecker aus, meinte ich optimistisch. Mich hielten ja weder eine Allergie noch Ekel zurück. Es hatte mich nur bisher nicht gereizt, aber um Monika jetzt nicht vor den Kopf zu stoßen, konnte ich mein erstes Mal ja gleich hinter mich bringen. Also sagte ich nichts, ließ mich Manu gegenüber auf einen Stuhl nieder und schaute dann, was es noch gab. Kartoffeln und Bratensauce. Kein Gemüse, mit dem ich mich vielleicht doch noch um das Fleisch hätte drumherum drücken können. Scheiße. Erst am Ende, als alle anderen sich schon von dem kleinen Stapel Schnitzel genommen hatten, langte auch ich zu, suchte mir mit den Augen eines aus, das möglichst klein war, gut angebraten aussah und hoffentlich nicht zu sehr nach krampfhafter Entscheidung meinerseits wirkte. Na gut, auf geht's. Es würde schon nicht so schlimm sein. Andere aßen das jeden Tag, also würde mir eines schon nicht schaden. Doch schon alleine die Konsistenz war so ganz anders als alles, was ich gewohnt war. Irgendwie zerrig, wie fasriger Spargel, aber fester und nicht so weich. Ich kam mir plötzlich dumm vor. Ob es den anderen auffiel, dass ich mich wie ein Kleinkind anstellte? Manu schaute ab und zu mir auf und lächelte mir aufmunternd zu. Es war bestimmt ganz lecker. Nachdem ich also das erste mundgerechte Stück zurechtgeschnitten hatte, führte ich es gleich zu meinem Mund und wartete gespannt darauf, wie es schmeckte. Irgendwie zäh und seltsam. Es schmeckte nach nichts, was ich kannte, aber auch nicht wirklich gut. Es dauerte Ewigkeiten, bis ich es zerkaut hatte und mich höflicherweise an den nächsten Bissen wagte. Keine Veränderung. Leider. Und diesmal erwischte ich auch noch eine Stelle, die sich wie Gummi anfühlte. Schwer zu kauen war und plötzlich unter meinen Zähnen knirschte, sodass ich erschrocken meine Augen aufriss. Was war das gewesen? Etwa ein Knochen? Ich bekam gruselige Vorstellungen und rutschte hastig auf meinem Stuhl herum, damit möglichst niemand meinen Schock bemerkte. Aber Manu saß natürlich doch. Alles gut? Erkundigte er sich leise und besorgt, und ich schüttelte meinen Kopf leicht.
Ich glaube, bei mir war ein Knochen dabei. Er runzelte die Stirn. Das geht eigentlich nicht, die haben nie Knochen. Ach so, das war Knorpel. Den brauchst du nicht mitessen, die schmecken sowieso nicht. Gut zu wissen. Noch immer nicht ganz beruhigt, fischte ich den matschigen, unappetitlichen Bissen aus meinem Mund und legte ihn zurück auf den Teller, weit weg von den Kartoffeln. Erst einmal hatte ich genug von dem Schnitzel. Ich verstand echt nicht, wie andere das mögen konnten. Ein paar Minuten später war aber nur noch es übrig und ich kam mir seltsam dabei vor, mir trotz halb vom Teller noch einmal nachzuschenken. Also weg mit dem Ding. Wenn ich schätzen müsste, waren es sowieso nur noch 5 Bissen. Das konnte ich noch schaffen und danach war ich bestimmt auch satt. Aber jedes Stück gestaltete sich schwieriger als das davor und am Schluss hatte ich Mühe, dass auch alles unten blieb. Oh, ich war echt nicht für Fleisch gemacht. Alles gut, Dado? Hakte Manu nach, als wir unsere Teller wegschafften und in den Geschirrspüler einräumten. Dir hat es wohl nicht so geschmeckt. Nicht wirklich, gab ich zu und versuchte nicht länger dran zu denken. Man hätte aber genauso gut verlangen können, dass ich jetzt nicht an den beinahe Kuss von vorhin dachte. Einige Sachen ließen sich eben nicht aus dem Gedächtnis verdrängen. Manu sah geknickt aus. Ich hätte dir doch besser etwas anderes raussuchen sollen. Gedanklich stimmte ich ihm zu, doch sprach es nicht laut aus, damit er sich nicht noch schlechter zu fühlen brauchte. Es war ja meine Schuld gewesen, dass ich meinen Mund nicht rechtzeitig aufbekommen hatte. Kurz darauf verabschiedete ich mich auch schon und machte mich auf den Weg nach Hause. Ich bekam nämlich langsam und allmählich Bauchschmerzen. Ich wettete, das war das Schnitzel. Verdammt. Wahrscheinlich würde es mich die halbe Nacht wach halten und ich schwor mir, dass ich in Zukunft nie wieder auch nur ein Stück Fleisch anrühren würde. Kapitel 40. Trotzdem entschloss ich mich, die beiden letzten Tage als Erfolge zu werten. Ich hatte viel Neues über Manu erfahren, kannte seine Mutter etwas besser und wusste endlich auch, wo genau er wohnte. Es war wirklich nur ein Katzensprung zwischen unseren Häusern. Und wenn mein Kumpel wollte, würde ich ihn ab jetzt auch gerne öfter besuchen kommen. Am Montag weckte ich ihn für die Schule und ich schätzte, dass er dankbar darüber war. Jedenfalls klang er erleichtert und glücklich darüber, dass ich mein Angebot jetzt wieder ernster nahm als vor einer Woche noch. Auch die restlichen Tage führte ich es so fort, ging mit Manu am Nachmittag in die Innenstadt und unternahm etwas mit ihm und stand freitags vor einem großen Problem. Heute war es soweit. Heute hätte ich den Brief bekommen, laut dem ich meinem Kumpel unbedingt für morgen ausfragen musste, damit er montags nicht im Krankenhaus landete. Aber ich war skeptisch. Natürlich würde ich es versuchen, wenn das der Wille meines anderen Ichs war, aber ob das in unserer Zeitlinie überhaupt noch eintreffen würde? Immerhin hatte ich so viel geändert. Der Maurice aus der Zukunft war nicht immer bei Manu zu Hause gewesen. Er war ihm vermutlich nie so nah gewesen wie ich und hatte ihn auch nicht geküsst, nicht einmal beinahe. Franziska war in keinem der Briefe vorgekommen. Micha hatte nicht noch einmal versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben, sondern kümmerte sich jetzt an meiner Stelle zusätzlich um die Clique, damit ich Zeit für meinen Schwarm hatte. Konnte dann tatsächlich noch etwas so Schlimmes passieren? Aber selbst mein vorsichtshalber geäußerter Vorschlag stellte sich als überflüssig heraus. Manu meinte, er hätte am Samstag bereits etwas vor, auf das er sich sehr freute. Ein paar meiner alten Klassenkameraden möchten mich mal besuchen kommen. Keine Angst, das waren Freunde von mir. Ich bin in guter Gesellschaft. Auch, dass ich vielleicht mitkommen könnte, lehnte er ab und versicherte mir, dass wir am Sonntag wieder etwas unternehmen können. Deswegen ließ ich das Thema nach kurzer Diskussion wieder fallen und akzeptierte seine Entscheidung. Wenn es alte Freunde waren, musste ich wohl wirklich keine großartigen Bedenken haben. Wie vermutet, wir hatten die Zukunft genügend verändert. Nur am 12. September wollte ich nochmal extra Acht auf ihn geben. Danach war ich auf mich gestellt. Aber das würde ich schon hinkriegen. Ich behauptete einfach mal mittlerweile von mir selbst, dass ich ihn gut genug kannte, um festzustellen, wie es ihm ging und wann er in Gefahr schwebte. Danke, Zukunfts-Ich, dass du mir so einen guten Freund geschenkt hast. Kapitel 41. Maurice, du bist ja heute noch schweigsamer als sonst. Alles okay? Ich lächelte Micha auf der Picknickdecke neben mir zu,
Ich habe nachgedacht über früher. Glaubst du, ich hätte etwas verändern können, wenn ich gewusst hätte, wie alles endet? Hätten wir ihm bessere Freunde sein sollen? Er hat sich nie beschwert oder beklagt bei uns und war scheinbar immer so glücklich und dann plötzlich zwei Unglücke so dicht hintereinander. Erst das Krankenhaus und dann... Das können doch nicht nur Zufälle gewesen sein, oder? Maurice, versuchte er mich zu beruhigen. Das wissen wir nicht. Alles ist möglich. Und wenn er Probleme hatte, hätten wir sie bestimmt auch nicht ändern können. Du musst dir nicht die Schuld dafür geben. Also, ich erinnere mich da ja an jemanden, der ihn am ersten Tag angebrüllt hat, er solle bloß das Weite suchen, dem ich eher die Schuld geben würde. Vorwurfsvoll drehten wir uns zu Erik um. Wie konnte er das jetzt nur sagen? Er zuckte mit den Schultern. Was? Es ist die Wahrheit. Hast du denn jemals etwas dafür getan, dass es ihm in unserer Gruppe besser geht? Fauchte Micha zurück. Ich habe ihm Hilfe angeboten, wenn er welche bräuchte. Beim Reparieren von Spielekonsolen. Dumm nur, dass er offenbar nie eine kaputte hatte. Oder dass das seine geringsten Sorgen waren. Geschockt starrte ich zwischen den beiden Männern hin und her. Warum mussten sie sich ausgerechnet jetzt streiten? Und dann auch noch um so ein empfindliches Thema. Wir waren doch zusammengekommen, um Manuel zu gedenken, nicht um uns über den Grund für seinen frühen Tod zu streiten. Auch Olli wirkte hilflos und es war Alina, die schließlich dazwischen ging. Schluss jetzt! Seid gefälligst ruhig! Niemand von uns ist schuld. Es ist nun mal passiert und wir können nichts mehr daran ändern. Mit oder ohne unser jetziges Wissen. Sie setzte sich wieder und es war tatsächlich still unter den beiden Streithähnchen. Ich schwieg ebenfalls bedrückt. Manu hatte es nicht verdient, nicht mehr unter uns zu sein. Wenn wir schon nicht schuld an seinem Tod waren, hätten wir vielleicht wenigstens ein wachsames Auge auf ihn haben können. Hätte ich gewusst, dass das 12. September vor 10 Jahren so wichtig gewesen wäre, hätte ich alles daran gesetzt, seine Adresse herauszufinden und ihn zu besuchen. Und hätte er das nicht gewollt, hätte ich Wache vor seinem Haus gehalten, um sofort bei ihm sein zu können, wenn er den Anfall bekam. All die Möglichkeiten, wenn ich es nur gewusst hätte. Moment mal. Vielleicht können wir doch etwas ändern, rief Elle plötzlich und klatschte in ihre Hände. 4 Köpfe ruckten zu ihr herum und schauten sie wissbegierig an. Sie grinste. Erinnert ihr euch an Ethik? An das, was der Hook uns über Zeitreisen erzählt hatte? Irgendjemand? Ich hab seinen Unterricht immer verpennt, gab Micha brummelnd zu. Und ich musste ebenfalls verneinen. Obwohl Herr Hook ein netter Lehrer gewesen war, hatte mich sein theoretisches Gefasel nie wahnsinnig interessiert. War da tatsächlich auch etwas über Zeitreisen dabei gewesen? Ach Jungs, sie sind echt unmöglich, nörgelte sie und erklärte uns dann, irgendjemand hatte gefragt, ob er glaubt, dass Zeitreisen theoretisch möglich wären. Und Hoke hatte gemeint, es würde gehen, wenn man einen Ort findet, der zwar die Zeit, aber kaum den Raum verzehrt. Wurmlöcher! Und dann hat er gesagt, er glaubt, dass das Bermuda-Dreieck ein Wurmloch enthalten könnte. Mit der Viele-Welten-Theorie würden sich auch Paradoxen durch Manipulation der Vergangenheit erübrigen. Es wäre in der Theorie möglich. Viele-Welten-Theorie? Fragten Micha und ich gleichzeitig. Elle seufzte. Jede Handlung erschafft eine neue Welt, in der du anders gehandelt hättest. Hallo, habt ihr wirklich im Unterricht nur geschlafen? Jede Handlung erschafft eine neue Welt. Eine neue Welt. Ich stutzte. Das heißt, wir wissen nicht, ob es doch Zukünfte gibt, in denen er vielleicht noch lebt. Oder ob eine Veränderung der Vergangenheit Manuel retten kann. Weil es bei uns nichts verändert? Eine kurze Hoffnung, meine verflossene Liebe jemals wiederzusehen, verpuffte so schnell, wie sie durch Alinas Vorschlag aufgetaucht war. Es nutzte doch nichts. Diesmal war es Olli, der sich einmischte. Entschlossen nickte er und ballte seine Hand zur Faust. Na dann los! Tun wir es! Wie kommen wir da schnellstmöglich hin? Es ist sinnlos, klagte ich. Olli schüttelte den Kopf. Ist es nicht! Für uns vielleicht ja, aber für die unzähligen anderen uns in den Parallelwelten, denen wir dadurch eine schönere Zukunft bescheren können, ganz sicher nicht.
Dass wir hier nichts mehr ändern können, ist zwar traurig, aber es hat auch ein wenig sein Gutes, oder? Er zog grinsend seine Augenbrauen hoch und automatisch schauten Micha und ich uns an. Er hatte recht. Es wäre auch schade um unsere Beziehung, wenn Manu zurückkäme. Micha war ein toller Freund und ich wollte nicht, dass er irgendwie litt. Wahrscheinlich war es das Beste so, darauf zu hoffen, dass es ein anderes, jüngeres sich richten konnte. Das ist viel zu gefährlich, meinte Erik mit in die Ferne gerichtetem Blick. Stellt euch vor, wenn das Bermuda-Dreieck wirklich ein Wurmloch wäre, aber es zu weit in die Vergangenheit führt und wir plötzlich im Mittelalter landen oder wir irgendwo im Weltall wieder auftauchen. Ich will nicht mal Leben riskieren, um auf so einen winzigen Zufall zu hoffen. Dann lass uns doch Briefe schreiben, schlug Ali vor. Ich glaube, ich wäre früher auch weniger entsetzt gewesen, von der Zukunft zu lesen, anstatt von meinem älteren Ich davon zu erfahren. Das ist viel unkomplizierter. Und auf den Umschlag schreiben wir dann drauf, bitte im Juni 2008 zustellen, oder wie? Hört schon auf! Das ist eine schnapsgeniale Idee! Wenn wir das Datum vor dem Tag draufschreiben, an dem Manu in unsere Klasse gekommen war, sollten sie selbst bei einem zu großen Zeitsprung in die Vergangenheit hoffentlich rechtzeitig zu unseren jüngeren Ichs ankommen. Ein Versuch wäre es doch wert. Und wir würden uns weniger schuldig fühlen, wenn wir dem Ganzen eine Chance geben, oder nicht? Vervollständigte Micha den positiven Einwurf von Olli und schaute zu mir herunter. Ich nickte begeistert. Auch wenn es nicht klappen sollte, wir konnten dennoch glauben und hoffen, dass Manu dank unserer Hilfe in einer anderen Welt glücklich weiterleben würde. Am besten treffen wir uns hier gleich morgen mit unseren Briefen wieder, meinte Elle zuversichtlich. Damit war es beschlossene Sache. Wir wollten es zumindest versuchen. Kapitel 42. Am Samstag war alles okay. Manu schrieb mir frühst, dass seine Kumpels eingetroffen waren und er sich dafür morgen Nachmittag mit mir zu einem Stadtbummel treffen wollte. Am liebsten direkt vor der zentralen kleinen Einkaufsmeile. Ich schmunzelte, sagte ihm zu und wünschte ihm heute viel Spaß. Dann dachte ich auch schon nicht weiter darüber nach. Stattdessen half ich meinen Eltern im Haushalt mit, sortierte Schulzeug aus, das ich nicht länger brauchte und beschäftigte mich mit Computerspielen. Am Sonntag war ich schon ganz früh aufgeregt auf das Treffen. Es war schön warm heute und versprach, ein toller Tag zu werden. Gegen Nachmittag machte ich mich auf, schnappte mir mein Fahrrad und radelte los. Hoffentlich hatte Manu ungefähr diese Zeit gemeint und wir verfehlten uns nicht klassisch. Wäre zwar auch irgendwie witzig, aber ich wollte heute den ganzen restlichen Tag zusammen mit Manu genießen, über seine alten Freunde und Essen ausfragen und vielleicht nochmal auf eine Gelegenheit warten, in der ich ihn küssen konnte, ohne dass er es mir so übel nahm. Der Gedanke daran war einfach mehr als nur verlockend und mit einem sehnsüchtigen Seufzer trat ich noch schneller an die Pedale. Der helle Wahnsinn eigentlich, dass mir das erst vor 2 Wochen so bewusst aufgefallen war, ich bis vor 9 Tagen deswegen noch todtraurig am liebsten zu Hause gesessen und geschmollt hätte und jetzt plötzlich nahezu pausenlos daran dachte. Liebe war etwas ganz Besonderes, geheimnisvoll, manchmal süß-sauer und auf seltsamen Wegen unterwegs. Als ich vor der Mall bei unserem Treffpunkt ankam, wartete noch kein Manu auf mich. Okay, halb so schlimm. Dann hatte ich noch Zeit, um aufzuatmen und mein Fahrrad anzuschließen. Lange Zeit wartete ich auf einer Bank sitzend vor dem bunten Treiben der Menschenmenge und hielt Ausschau. Aber keine dunkelbraunen langen Haare mit dem blassen Gesicht darunter schwebten über den Köpfen der anderen Passanten auf mich zu und ich musste mich wohl damit abfinden, dass das später kommen würde. Er tauchte Ewigkeiten nicht auf. Bis eine ganze Stunde verstrichen war, ohne eine Meldung von ihm, ob er bereits da war oder wo er blieb. Mittlerweile war ich ein wenig angefressen. Was war los mit ihm? War ihm etwas dazwischen gekommen? Und wenn ja, warum hatte er da nicht Bescheid gesagt? Ich stieß unzufrieden Luft aus, kramte einmal mehr mein Handy aus meiner Tasche und entschloss mich, ihn jetzt selbst anzuschreiben und zu fragen. Er reagierte lange nicht und ich überlegte mir gerade, ihn anzurufen, als seine Antwort eintraf. Ich komme doch nicht. Keine Lust. Etwas ungläubig starrte ich auf die beiden Sätze, aber vor allem auf den letzten. Keine Lust. Na super. Dabei hatte ich mich so gefreut. Warum hätte ihm das nicht eher einfallen können? Etwas beleidigt schnaubte ich, aber seine Kumpels gestern hatte er nicht versetzt. Am Abend hatte er mir sogar noch kurz erzählt, wie toll das Treffen gewesen war. Kurzzeitig streifte der Brief meine düsteren Gedankengänge
und ich schrieb ihm noch. Ist sonst alles okay? Alles okay, keine Sorge, mit einem glücklich zwinkernden Smiley. Dann halt nicht. Ich stand von meinem Sitzplatz auf, ging mein Fahrrad holen und fuhr zurück nach Hause. An der Kreuzung zu Manu schaute ich kurz eine Straße entlang, schüttelte aber entschieden den Kopf. Nein, er hatte gesagt, dass es ihm gut geht und er wusste, dass er mit seinem Kummer mitteilen konnte, wann immer er wollte. Da musste ich mich jetzt nicht auch noch wie eine besorgte Mutter direkt bei ihm melden. Es würde schon alles in Ordnung sein. Kapitel 43. Bei dieser Entscheidung sollte ich schon bald bereuen. Denn Manu ging am Montag nicht an sein Handy, egal wie oft ich ihn anrief. Schon da wurde ich hibbelig, da er sonst nie mehr als eine Erinnerung gebraucht hatte, um aufzuwachen und aufzustehen. Ob ich doch zu ihm rüber sollte, um mich nach ihm zu erkundigen? Besser war es wohl. Bitte lass ihm nur nichts passiert sein. Gefrühstückt hatte ich zum Glück schon, sonst hätte ich jetzt mit diesem Knoten im Bauch bestimmt nichts runterbekommen. Wie ein Verbrecher schlich ich aus meinem Zimmer, meinen Kopf in dunklen Gewitterwolken verhüllt, schnappte mein Rad und fuhr eilig los. Lass ihn bitte nur verschlafen, lass ihn da sein und nicht im Krankenhaus. Ob ich gestern doch zu ihm hätte gehen sollen, anstatt mit ihm eingeschnappt zu sein? Verdammt! Gedankenlos schmiss ich mein Gefährt einfach beiseite auf den Rasen vor seinem Haus und klingelte. Wartete, klingelte nochmal, jetzt ängstlich. Bitte mach auf! Und tatsächlich, ich hörte die Klinke von innen und die Tür öffnete sich einen winzigen Spalt breit. Manu, ich hab mir... Fing ich an, bis mir auffiel, dass das da gar nicht mein Kumpel war, der mich skeptisch von der anderen Seite musterte. Gewisse Ähnlichkeiten zwischen den beiden waren unbestreitbar vorhanden. Nur hatte der junge Mann vor mir sehr viel kürzere Haare, sah viel erwachsener aus und war auch nicht so blass und spindeldürr. Er schaute mich weiterfragend an. Peter? Vermutete ich zögernd und mein Gegenüber drückte die Tür ein kleines bisschen weiter auf. Ja, wer bist du? Ich bin Manus Freund, also Kumpel. Ist er krank? Ich wollte ihn abholen, weil er nicht an sein Handy geht. Der Mann, wahrscheinlich wirklich Manus Bruder Peter, seufzte tief, schüttelte seinen Kopf und grummelte. Geh zur Schule. Manu kann nicht mitkommen. Mein Herz schien plötzlich stillzustehen und ich begann zu zittern. Also, doch. Manu war... Bevor Peter mich aussperren konnte, quetschte ich hastig meinen Fuß in die Lücke und schaute ihn aus verschreckten, riesigen Augen an. Ist er wirklich im Krankenhaus? Was ist passiert? Ich muss es wissen, bitte! Wieder wurde ich gemustert, aber diesmal verwundert. Dann löste sich nach und nach sein versteinerter Gesichtsausdruck und er ließ mich ins Haus. Gedankenlos stolperte ich in den Flur an ihm vorbei und geradewegs auf sein Zimmer zu. Aber schon in der Stube stoppte ich wieder. Auf den Couches mitten im Raum saßen drei weitere Erwachsene, die ich nicht kannte. Zwei Männer und eine Frau, die mich jetzt mindestens genauso verwirrt anstarrten. Sie hatten offensichtlich auf jemanden gewartet, aber wohl nicht auf mich. Schnell zählte ich zwei und zwei zusammen und erkannte, das mussten Manus andere Halbgeschwister sein. Wenn sie alle hier waren. Peter legte mir eine Hand auf die Schulter und dirigierte mich ebenfalls zu den Sofas, mit entschlossenem Druck weg vom Manus Zimmer. Ich folgte seinem Willen einfach. Etwas richtig Schlimmes musste passiert sein, wenn seine ganze nähere Familie zusammenkam. Und dann klärten sie mich nach und nach auf. Ein Schulfreund von Manuel, stellte mich Peter mit ernster Stimme vor und die anderen nickten einvernehmend. Hallo, brachte ich nur schwach hervor und streckte ihnen noch immer bebend die Hand aus. Sebastian, stellte sich der erste der drei noch Unbekannten vor. Hey, Jakob. Der Nächste. Die junge Frau hatte noch Spuren von Tränen in den Augen. Melissa, hauchte sie. Ihr Arm zitterte noch stärker als meiner. Dann übernahm Peter wieder das Wort. Du hast recht. Unser kleiner Bruder ist im Krankenhaus. Wir wissen selbst noch nicht viel und warten auf Nachrichten von unserer Mutter, aber... Wusstest du das überhaupt?
Die anderen horchten irritiert auf und Jakob schenkte mir sogar aus zusammengekniffenen Augen einen eisigen Blick, der mich unheilvoll drohend durchbohrte. Ich schluckte. Was sollte ich ihnen darauf antworten? Garantiert nicht die Wahrheit. Sie würden mich auseinandernehmen, wenn sie erfuhren, dass ich es hätte verhindern können, aber auf einen dummen Zufall vertrauend doch untätig geblieben war. Kapitel 44. Ein vierstimmiges Summen ersparte mir eine peinliche Stotterei, und die Geschwister schauten gleichzeitig und zackig auf ihre Handys. Sebastian atmete schließlich auf. Er ist außer Lebensgefahr. So ein Glück. Jakob schaute ihn streng an und nickte dann zu mir hinüber. Sie trauten mir offenbar nicht ganz. Vielleicht hatten sie Angst, dass ich jede Info aus diesem Raum sonst nach außen tragen würde und Manu wieder zum Opfer von Mobbing-Attacken werden könnte, wie er es mir in seiner alten Schule beschrieben hat. Verdenken konnte ich es ihnen nicht, aber ich musste dringend wissen, was ihm passiert war. Ich habe nicht vor, Manu damit zu schaden. Bitte glaubt mir das. Fragt Monika. Ich war letzte Woche hier und habe ihn besucht. Ihr könnt mir vertrauen. Wie heißt du? Fragte Jakob sofort. Maurice, antwortete ich und sah ihn tippen. Es dauerte eine Weile, bis er Gewissheit erhielt. Dann zuckte er geschlagen krumm mit den Schultern. Na gut, dann entschuldige bitte. Was wisst ihr bisher? Vielleicht kann ich helfen, bat ich sie und Peter räusperte sich leise. Ich weiß nicht, ob du uns helfen kannst. Aber wenn du wirklich nicht herumtratschst, können wir es dir wohl sagen. Okay, Mom hat ihn heute früh wecken wollen, aber er hat nicht reagiert. Kein bisschen. Sie hat ihn fast schon weiter schlafen lassen wollen, als sie bemerkt hat, dass er auch nicht mehr atmete. Dann hat sie sofort den Notarzt gerufen und die haben ihn jetzt erfolgreich zurückbringen können. Weißt du, kurzzeitig hatten wir ihn schon verloren. Das ist ein richtiges Scheißgefühl. Ich neckte entsetzt. Das war es. Etwas in mir stauchte sich bei einem Gedanken schmerzhaft zusammen und ich hielt mir die Hand auf meinen Brustkorb. Hätte ich Manu tatsächlich jetzt schon verloren? Nein, das wollte ich einfach nicht denken. Er lebte noch. Und ich musste herausfinden, was ich nächstes Mal besser machen sollte, damit es am 12. September keine zweite Katastrophe erschütterte. Wisst ihr schon, wieso das passiert ist, bohrte ich weiter und sah sie die Köpfe schütteln. Was ist mit Manus Medika? Psst! Zischte Jakob seine Schwester böse an und brachte sie zum Schweigen. Ich schluckte nervös. Ich weiß von Manus Krankheiten und seinen Medikamenten. Hat das vielleicht etwas mit seinem Asthma zu tun? Wieder schauten die vier mich an, als käme ich von einem fremden Stern, aber jetzt war es mir egal. Melissa wischte sich über ihre Augen und fuhr dann ungeachtet ihres Bruders fort. Vielleicht hat er seine Medikamente vertauscht. Er hasst so viele. Da ist sein Fehlgriff quasi vorprogrammiert. Er hat sie ja nicht einmal beschriftet. Nein, das glaubte ich nicht. Ich hatte gesehen, wie genau und zielsicher Manu die Allergietabletten schon während eines Notfalls aus seiner Tasche gefischt hat. Er war sorgfältig, was das anging. Aber ich äußerte meine Bedenken nicht laut. Stattdessen nickte ich leicht, als würde ich in Gedanken versunken zustimmen. Ein Hecheln unterbrach unsere Stille und Luna kam schwanzwedelnd angetapst. Als sie mich wiedererkannte, hopste sie zu mir auf die Couch und machte sich einmal mehr daran, mein Gesicht von oben bis unten abzuschlecken. Ich gab ein unangenehm berührtes Geräusch von mir. Na, aber wehe, du kratzt mich, Luna. Das kann ich jetzt nicht noch gebrauchen. Sebastian schmunzelte leicht, als er mich mit dem Hund kämpfen sah. Keine Angst. Die ist eine ganz liebe. Sie kratzt und beißt dich schon nicht. Ich hielt inne. Sie hat Manu gekratzt? Ganz oft. Ich habe seine Arme verarztet, weil überall diese Einschnitte waren. Mein Herz pochte dumpf, als die Geschwister einander ansahen, ihre Köpfe zusammensteckten und leise miteinander zu tuscheln begannen. Luna leckte mich weiter ab und zögerlich nahm ich mir eine ihrer Pfoten, um sie genauer zu untersuchen. Ihre Krallen waren ganz kurz geschnitten und stumpf. Probehalber versuchte ich mir sogar, eine von ihnen gegen den Finger zu pieksen. Keine Chance. Sie hatten recht.
Luna konnte gar nicht kratzen und schon gar nicht so, wie mein Kumpel mir gezeigt hat. Seine Wunden waren tief gewesen. Tief und definitiv von etwas sehr Scharfem verursacht. Aber wenn es nicht Luna war und keine Katze daran, plötzlich wurde mir etwas klar. Etwas, was mir schon sehr viel eher hätte klar werden müssen. Aber ich war zu unschuldig, zu unerfahren gewesen und kannte Manu sehr viel weniger, als ich gestern noch von mir behauptet hätte. Denn hinter Manus schüchterner Fassade versteckte sich noch ein Junge. Ein anderer Junge. Und um meine Theorie zu bestätigen, musste ich etwas suchen. Bevor mich jemand aufhalten konnte, war ich aufgesprungen und losgerannt, riss die nächste Tür auf und stürmte in Manus Zimmer. Es war sehr viel unordentlicher als bei meinem letzten Besuch hier. Der Boden war kaum zu sehen unter lauter herumliegendem Kleinkram. Auf dem Schreibtisch stapelte sich unnützer Schnickschnack, Verpackungen, Papier, Spielzeug. Die Bettdecke war nur unbeachtet beiseite geworfen worden und auf seinem Nachttisch lagen mehrere Tablettenschachteln. Das machte meine Aufgabe nicht leichter. Aber ich musste den Beweis finden. Jetzt. Maurice! Das sind Maurice persönliche Sachen. Er möchte ganz sicher nicht, dass wir hier drin rumschlüffeln, erklärte mir Peter, der mir gefolgt war und unentschlossen zusah, wie ich die Schubladen seiner Schränke aufriss und darin herumwühlte. Das sicherlich nicht, haspelte ich mit erhöhter Stimme. Aber deswegen müssen wir es tun. Er braucht dringend Hilfe und... Ich zuckte durch einen plötzlichen Schmerz an meinen Fingern zusammen. Ich glaube, ich hatte gefunden, was ich vermutet hatte. Und das war kein gutes Zeichen. Absolut gar nicht. Mit zitternden Händen grub ich jetzt vorsichtiger und beförderte schließlich 5 große und extrem scharfe Rasierklingen unter einem Stapel sauberer Wäsche hervor. Er hatte sich nicht gekratzt. Er hatte sich absichtlich Schmerzen zugefügt. Jeden Tag. Wieder und wieder und wieder. Nach außen hatte er in letzter Zeit so glücklich gewirkt, aber innerlich musste er noch immer schrecklich leiden. Warum hatte ich nur so viel Zeit verschwendet, um jetzt wieder am Anfang zu stehen? Peter stolperte, als er die blitzenden Metallklingen sah. Oh, Scheiße, fluchte er entsetzt, die Hände auf seinen Mund gepresst, ehe er die anderen dazu rief. Ich ließ ihn machen. Es ging mir gerade alles zu schnell. Die Gedanken, Erkenntnisse, kleine Bemerkungen von Manu, die ich zuvor nie richtig bemerkte oder falsch aufgenommen hatte. Sie stürzten in so einem Chaos auf mich ein, dass es mir drohte, schwindelig zu werden. Warum, Manu? Du hättest doch mit mir über alles reden können. Warum hast du diesen Teil verschwiegen? Hast du gedacht, ich würde dich hassen, wenn du mir diese Seite gezeigt hättest? Dann war das ja auch wirklich kein Unfall gewesen. Es war pure Absicht gewesen. Mit Sicherheit. Er hatte versucht, sich wie auch immer das Leben zu nehmen und seine Geheimnisse vor uns weiter zu verstecken. Warme, aber webende Finger nahmen mir die Klingen sanft ab und dann strich mir jemand beruhigend über den Rücken. Es da fiel mir auf, dass ich bitterlich war. Kapitel 45. Wir saßen wieder im Wohnzimmer, aber diesmal verwickelt in eine hitzige Diskussion. Die Geschwister beratschlagten, wie sie ab sofort weiter vorgehen sollten und was die Gründe für diese Entwicklung ihres kleinen Bruders sein konnten. Ich beteiligte mich nicht. Mit mir war nichts mehr anzufangen. Ich fühlte mich so unnütz. Nichts hatte ich verändern können, obwohl ich mich so sehr angestrengt hatte. Manu war in Wirklichkeit schon sehr viel zerstörter, als ich es jemals vermutet hätte. Er stand kurz vor einem Abgrund und wenn ich ihn nicht retten konnte, dann würde er am 12. September noch einmal einen Suizidversuch wagen. Und wenn er ebenfalls nicht klappte, dann an einem anderen Tag wieder. Er musste alle Hoffnung auf Besserung in seinem Leben längst verloren haben. Die Handys vibrierten wieder und kurz kehrte Stille ein. Gespannt wartete ich auf die Neuigkeit. Melissa strich mir über die Schulter. Sie haben herausgefunden, was in seinem Zustand schuld war.
In seinem Blut waren noch nachweisbare Spuren von Flavonglycoside und Terpenplazotone. Schlaftabletten. Eine Überdosis. Sie wollen noch nichts Schlussfolgern, aber das Rezept ist definitiv verschreibungspflichtig und niemand von uns nimmt die. Wirklich. Nur hatte er sie absichtlich genommen? Oder tatsächlich vertauscht? Beendete ich ihre Gedanken leise für mich. Ich wünschte, ich hätte Ersteres glauben können. Konnte ich aber nicht länger ohne meine Unrecht zu tun. Ich durfte meine Augen nicht länger vor der Wahrheit verschließen. Manu hatte sich umbringen wollen. Und wenn er das tatsächlich schaffen sollte, würde ich das nicht aushalten. Bereits jetzt tat mir alles in meinem Körper weh. Klammerte und krampfte sich unwillkürlich zusammen, als würde elektrischer Strom durch meine Venen fließen. Ich liebte ihn so sehr. Egal wie viel er vor mir verschwiegen hatte. Egal was er mir alles vorgespielt hatte, um sein wahres Inneres sich nicht zeigen zu müssen. Meine Gefühle für ihn hatten sich nicht geändert. Bei unserem nächsten Treffen musste ich ihm unbedingt klar machen, wie wichtig er mir war. Ist er... Ich meine, wisst ihr, ob Manu schon wieder bei Bewusstsein ist und in welchem Krankenhaus er liegt? Meldete ich mich erschöpft zu Wort. Ist er noch nicht. Aber das wird bestimmt auch noch ein wenig dauern. Pass auf, sobald wir Nachrichten haben, sagen wir dir Bescheid und morgen kann Mom dich vielleicht... Nein, du hast Schule. Sie kann dich nicht einfach an der Schulter mit ins Krankenhaus nehmen. Peter schüttelte bedauernd den Kopf. Aber an Schule war jetzt ganz bestimmt nicht zu denken. Nicht, wenn mein bester Freund so etwas durchmachte. Also war es beschlossene Sache. Morgen würde ich Manu wiedersehen, ob bereits im wachen Zustand oder halt nicht. Ich musste ihm unbedingt nahe sein, ihn ganz fest umarmen und versprechen, dass er nicht alleine war und es auch nie wieder sein würde. Wie wichtig mir mein Leben war. Was ich für ihn empfand. Es musste jetzt alles raus, damit er nur ja nie wieder so eine Dummheit beging. Es war mittlerweile 9:30. 2 Schulstunden waren schon rum. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, mich jetzt noch seelenruhig in den Unterricht zu setzen mit all meinem neu erlangten Wissen. Nur eine Sache musste ich noch dringend erledigen. Schnell tauschte ich mit Peter Nummern aus, verabschiedete mich dankbar von allen und schob da mein Rad Richtung zu Hause, während ich Michas Nummer wählte. Jetzt gerade hatten sie noch Pause und ich dachte, dass es besser war, ihn und die Clique wenigstens grob zu informieren. Mein Anruf wurde nahezu sofort angenommen. Maurice, sag schon, was gibt's? Bist du bei Manu? Wie geht es ihm? Ich hab's nicht geschafft, die Vorhersage zu verhindern. Gab ich zu und hoffte, dass er die anderen mithören ließ, um nicht gleich nochmal alles von vorne erklären zu müssen. Aber ich habe etwas Wichtiges herausgefunden. Der Junge, den wir kennengelernt haben, ist nicht wirklich Mann. Er ist noch immer furchtbar unglücklich mit seinem Leben und der Grund, wieso er im Krankenhaus liegt, war offenbar wirklich kein Unfall. Es ist noch über einen Monat Zeit, aber... Ich schaffe das nicht allein. Ich brauche euch. Morgen will ich versuchen, noch genaueres herauszufinden. Tust du mir den Gefallen und sagst der Lehrerin, dass ich nicht schwänze und eine Entschuldigung nachreichen werde. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es knisterte leicht in der Leitung. Da musste sich Alina das Handy geschnappt haben. Okay, verstanden, Maurice. Wird gemacht. Du kannst immer auf uns zählen. Genau. Wir halten dir den Rücken frei. Und wenn du Manu morgen siehst, sag ihm noch. So ein Ding und ich werde immer heftig meine Out! Alina! Du weißt doch, wie ich das meine. Danke, Leute, murmelte ich überwältigt. Ihre Hilfsbereitschaft ermutigte mich aufs Neue. Ich hatte wirklich Glück, Freunde wie sie zu haben. Denn um Manu dieses Mal endgültig retten zu können, brauchte ich jedes Paar helfende Hände, die ich möglicherweise bekommen konnte. Ups. Hi. Ist vielleicht ein bisschen Zeit vergangen, kein Plan, ein bisschen, ja, vielleicht. Ja, hallo, wir haben es 3.23 Uhr am 31.07.2022. Mitten in der Nacht, geht schon Richtung Morgen. Ja, Sommerferien haben mir noch nie gut getan. Naja, weil Schlafrhythmus.
So an einem Wochenende, wenn man danach wieder Schule hat oder so, da ist es halt so, ja, nee, okay. Sind es vielleicht 2 Tage, vielleicht auch nochmal zwischendurch, ganz manchmal in der Woche, wobei das echt wenig geworden ist bei mir, dass ich da irgendwie zu lange wach war. Aber jetzt das hier. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich in den letzten Wochen einmal, ein verkacktes Mal, vernünftig schlafen gegangen bin. Und ja, sorry, aber ich, wenn ihr wisst, wie viel Redebedarf ich habe. Ich meine, ich habe ein ganzes scheiß halbes Jahr, okay, nicht ganz, aber lange Zeit mal wieder nichts hochgeladen. Warum? Kein Plan. Ich kann sagen, dass ich so viel damit beschäftigt war, meine Versetzung zu retten, aber ich meine, ich war damit beschäftigt. Aber es war nicht so aufwendig. Also, schon nur. Nicht so, dass ich wirklich keine Zeit gehabt hätte. Ich habe generell gar nichts Kreatives gemacht in den letzten Monaten, wenn ich ganz ehrlich bin. Wobei da auch irgendwie die Schule mit drin. Schuld ist, nein. Nein. Ich habe nicht versehentlich irgendwann, ich meine offensichtlich, wenn ihr jetzt das schon bemerkt habt und das durchgehört habt, ich habe nicht versehentlich einfach eine Stunde Stille aufgenommen, würde ich hoffen. Bitte habt Nachsehen. Ich bin nicht so perfekt zufrieden damit, wie das ist, so, weil, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass einfach Emotionen fehlen. Teilweise zu übertrieben sind. Ein nicht ganz netter Mensch würde sagen, dass das nur billiges Schultheater ist. Ja, das werde ich jetzt mein ganzes Leben lang mit mir herumtragen, dass bei mir gesagt wurde, dass ich nicht mehr bin, das billige Schultheater, was meine Schauspieler gesagt hat. Danke, ich weiß, ich bin kein Johnny Depp. Aber komm schon, deswegen ist vor allem, was ist schlimmer an Schultheater? Nur, es wurde halt in einem sehr negativen Kontext verwendet von einer Person, die das als sehr negativ bezeichnet. Ich meine, Schultheater hat was voll Cooles, generell Theater. Jedenfalls, Überraschung. Er hat versucht, sich umzubringen. Wer hat damit nur gerechnet? Als ich das erste Mal das Buch gelesen habe und in den Kommentaren halt sowas war, sie von wegen so, Maurice, du bist dumm. Das war halt wirklich so, vor allem eigentlich voll niedlich süß, dass er so unschuldig ist, aber gleichzeitig auch wortwörtlich tödlich, dass er so unschuldig ist. Weil, naja, wortwörtlich tödlich, weil, naja, er hat versucht, sich umzubringen, also. Gerüchten zufolge war es ein Selbstmordversuch. Ich meine, natürlich, die Ärzte wollen auch nichts genau sagen, aber, wenn sogar Maurice es kapiert hat. Aber nein, Maurice ist niedlich. Ja, dementsprechend habe ich auch gar keinen Plan mehr, wie ich wen mal wann, wie, wo, was gesprochen habe. Also, sorry, solltet ihr euch jetzt denken, so, hä? War das ich die schon mal von einer anderen Person? Falls man überhaupt einen Unterschied dabei hört, kein Plan. Ich muss so 10 verschiedene Tonlagen mal einstudieren oder so. Im Grunde könnt ihr das Ganze einfach skippen, nur ich habe einfach so viel Redebedarf. Sei es auch nur sinnloses Gelaber. Wisst ihr, worauf ich mega Bock hätte? Wenn man so Diskussionsrunden hätte zu Büchern. Das fände ich mega geil. Also, wisst ihr, was ich meine? So, keine Ahnung, man ist, weiß ich nicht, in den Kommentaren oder auf irgendeiner Seite zum Beispiel, keine Ahnung. Das Erste, was mir jetzt einfallen würde, wäre sowas wie Kakaotalk, weil da halt niemand die andere Nummer sieht. Oder einfach so im Discord, da hätte ich mega Bock drauf, dass man einfach so eine Diskussionsrunde hat. Also halt so, dass man halt über Bücher, so über den Verlauf der Handlung so redet. Ich meine, klar, ich weiß, worum es geht. Ich meine, ich habe es gelesen. aber ich habe es ein paar Mal öfter gelesen. Auch in der Zwischenzeit nochmal. Okay, noch nicht ganz, aber ich habe in der Zwischenzeit auch wieder ein bisschen weiter gelesen. Das Ende habe ich tatsächlich noch nicht nochmal gelesen. Aber, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das mit anderen Leuten ist, aber ich bin so eine Person, die schaltet einfach aus, dass sie das Ende kennt. Klar, ich kenne das Ende immer noch. Nur, offensichtlich kenne ich es immer noch. Leider kann man das nicht löschen. Wieso kann man nicht
Serien, Bücher und all sowas halt einfach so aus dem Gedächtnis löschen. Das wäre so geil. Man könnte einfach alles von vorne, wenn du gespoilert wurdest, scheiß drauf, lösch einfach die Erinnerung. Okay, vermutlich ist dann irgendwann das Hirn überlastet oder so, aber ja, ich fand's cool. Also, und dann, aber dass man einfach so im Kopf so zurückgeht, so als man das selbst gelesen hat, das erste Mal gelesen hat und dann so, wow, oh mein Gott, vielleicht ist das so und so und und ich hatte mal da was bemerkt und wow und ach, kein Plan. Und warum wirken Manus Geschwister so, als hätten die so einen Clan von Menschen? So, ich kenne ihn nicht. Ist er böse? Aber nein, ich kann es auch irgendwie verstehen. Kleinen Manulein möchte man beschützen. Ja. Na gut, alter Manu. Gut, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst Kritik da, schaut bei Feuerodix vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.